Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Webinar Einführung in die Handelsplattform TradeHub. Mein Name ist Cyril Gregory und ich arbeite als Sales Trader bei Iondo Markets. Bevor es gleich losgeht, möchte ich Sie gerne auf unser Webinar-Angebot aufmerksam machen. Neukunden können einen Cash-Bonus in Höhe von 100 Euro erhalten, wenn sie ihr Konto mit mindestens 1000 Euro kapitalisieren. Aber auch unsere Bestandskunden haben ebenfalls die Möglichkeit, diesen Bonus zu erhalten. Dafür müssen Bestandskunden ihr Konto mit mindestens 1000 Euro aufstocken und können dann ebenfalls diesen Bonus erhalten. Wenn Sie sich für dieses Angebot registrieren möchten, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an service@iondo.com. Während des Webinars kann man natürlich auch Fragen stellen. Schreiben Sie dazu einfach im Chatfenster und am Ende des Webinars werde ich gerne für Sie diese Fragen beantworten. Bevor ich gleich loslege mit der TradeHub-Plattform als solches, möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, wie man ein Konto bei Iondo eröffnet. Sie haben dazu zwei Möglichkeiten. Als allererstes rufen Sie natürlich einmal unsere Webseite auf, die Sie hier sehen. Und nachdem Sie das gemacht haben, können Sie hier unten direkt auf Konto eröffnen klicken, um ein Social Trading-Konto zu eröffnen oder hier auf Kontoeröffnung, um ein CFD-Trading-Konto zu eröffnen. Ich klicke hier einfach mal ganz kurz drauf und dann sehen Sie, der entsprechende Haken ist hier schon gesetzt und Sie brauchen nur noch die Formularfelder auszufüllen und mit wenigen Mausklicks ist das Konto dann auch schon entsprechend eröffnet. Eine weitere Möglichkeit neben dem Klicken von diesen beiden Schaltflächen, die Sie hier unten sehen, befindet sich hier oben. Wenn Sie hier oben einmal kurz auf Kontoeröffnung draufklicken, dann sehen Sie, dass Sie selbst festlegen können, welches Konto Sie gerne eröffnen möchten. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Safety-Trading-Konto für den Eigenhandel eröffnen möchte, dann würde ich hier entsprechend den Haken setzen. Und wenn ich dann gleichzeitig noch ein Social Trading Konto eröffnen will, dann setze ich hier entsprechend den Haken und entscheide dann, ob ich ein Social Trading Follower Konto eröffnen möchte, sprich ich möchte anderen Top Tradern folgen, oder wenn ich selber als Signalgeber agieren möchte, dann würde ich hier ein Top Trader Konto eröffnen wollen. Und dann könnten Sie ein sogenanntes Doppelkonto eröffnen. Und auch hier geben Sie entsprechend die Formularfelder, füllen Sie entsprechend aus. Und dann ist das Konto mit wenigen Mausklicks auch schon eröffnet. Das heutige Webinar thematisiert unsere CFD-Trading-Plattform TradeHub. Und ich stelle Ihnen dabei die grundlegende Funktion sowie die Einstellungsmöglichkeiten dieser Plattform ausführlich vor. Und werde Ihnen dann entsprechend eine gute Grundlage schaffen, sich zurechtzufinden mit der Plattform. Als allererstes gilt es natürlich, sich einzuloggen. Das ist relativ einfach gehalten. Wenn Sie einfach hier den Mauszeiger kurz auf Einloggen halten, sehen Sie auch direkt, dass sich ein Menü öffnet. Und wenn Sie dann einfach auf TradeHub Live klicken, dann werden Sie direkt weitergeleitet zu der Plattform und können sich dann entsprechend sich mit Ihren Zugangsdaten hier einloggen. Da ich schon eingeloggt bin, wechsle ich dann direkt mal zur Plattform. Die sehen Sie dann auch hier direkt. Und wenn Sie ein sogenanntes Doppelkonto eröffnet haben, wie ich Ihnen das zum Beispiel eben gerade gezeigt habe, dann haben Sie hier die Möglichkeit, über das Zahnradsymbol zwischen Ihren beiden Konten hin und her zu wechseln. Ich habe jetzt das Konto für den Eigenhandel, sprich mein CFD-Trading-Konto ausgewählt. Mit einem Klick auf CFD, in Klammern Social Follower, könnte ich dann entsprechend wechseln. Und entsprechend können Sie auch wieder zurückwechseln mit einem Mausklick und das Ganze ist natürlich sehr einfach zu handhaben. Hier im oberen rechten Bereich finden Sie die Kontoübersicht, die Ihnen wichtige Informationen über Ihr Handelskonto zeigt. Da wären dabei einmal natürlich der Kontostand, dann sehen Sie hier die unrealisierten Gewinne oder Verluste. Dann sehen Sie hier den Kontowert. Das ist nichts anderes als der Kontostand zuzüglich der unrealisierten Gewinne und Verluste. Sie sehen hier die verfügbare Margin. Das ist der Betrag, den Sie nutzen können,
um neue Trades zu platzieren oder eine neue Order zu platzieren. Und hier sehen Sie die genutzte Margin. Das ist dann die Margin, die verwendet wird durch Orders, die Sie getätigt haben oder durch offene Positionen. Und ganz zum Schluss finden Sie die Liquidität hier. Die Liquidität ist quasi ein Gesundheitszustand Ihres Handelskontos. Wenn der Kontowert 20% des Kontostandes entspricht, dann hat die Liquidität einen Wert von 0 erreicht. Und sollte eine Liquidität von 0 erreicht werden, werden alle offenen Positionen zum aktuellen Marktpreis geschlossen und Sie sind im Grunde genommen komplett raus aus der Sache. Und sobald Ihre Liquidität diverse Liquiditätsmarken unterschreitet, werden Sie von uns benachrichtigt per E-Mail. Das geschieht, wenn Sie die Marke von 50% erreicht haben, von 25% und von 0%. Im oberen linken Bereich finden Sie 6 Symbole. Das ist zum einen die Produktsuche, dann die Watchlisten, hier finden Sie offene Positionen und Orders, hier finden Sie Tools und Services, dann haben wir hier die Kontohistorie und einmal die Geldverwaltung. Und ich werde Ihnen jetzt die Symbole Stück für Stück erklären. Ich fange jetzt einfach mal an mit der Produktsuche. Insgesamt bieten wir über 1500 verschiedene Produkte an, sei es Indizes, Währungen, Rohstoffe, Aktien, Anleihen und ETFs. Und Sie haben insgesamt 3 Möglichkeiten, wie Sie nach Produkten suchen können. Sie können natürlich einmal ganz normal hier im Suchfeld direkt den Namen eingeben. Ich gebe jetzt einfach mal Apple ein. Dann sehen Sie, dass dann die Auflistung gefiltert wird und dass die Apple-Aktie dann hier direkt anzufinden ist. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie sich über die Produktkategorien durchhangeln, sprich, ich würde jetzt entsprechend auf Aktien klicken, USA, dann die richtige Branche auswählen, das wäre dann in dem Fall Technologie. Und dann sehen Sie hier auch schon, Apple ist hier direkt anzufinden. Und die dritte Möglichkeit ist, dass Sie hier einfach den Bloomberg-Code eingeben. Wenn Ihnen diese beispielsweise vorliegt und dann können Sie auch so direkt nach diesem Produkt suchen. Das war es auch schon zu der Produktsuche. Wie Sie sehen, ist das Ganze ja einfach und intuitiv zu handhaben. Und entsprechend mache ich mir da keine Sorgen, dass Sie damit Probleme haben werden. Ansonsten wäre dann jetzt die Watchlist angesagt. Ich rufe die einmal kurz auf. Sie sehen hier direkt, dass ich mir eine Watchlist zusammengestellt habe mit, ja, mit den Produkten, die für mich interessant sind. Und hier können Sie entsprechend die Produkte hinzufügen, beziehungsweise die Liste generell bearbeiten mit den Produkten, die Sie gerne folgen möchten. Und ich zeige Ihnen jetzt einmal, wie man ein Produkt in die Watchliste hinzufügt. Dafür würde ich dann einfach mal hier auf Produkt hinzufügen klicken. Dann sehen Sie, dann öffnet sich auch direkt das, die Produktsuche. Und bleiben wir bei dem Beispiel mit der Apple-Aktie. Ich rufe die einmal nochmal kurz auf. Und wie Sie sehen, wenn Sie einfach den kurzen Mauszeiger hier drauf halten, dann blendet sich ein kleines Menü ein. Und wenn Sie dann hier auf das klicken, beziehungsweise zur Watchlist hinzufügen, dann können Sie mit einem Klick das in die Watchlist hinzufügen, kriegen entsprechend noch eine kurze Bestätigung, können das abhaken und dann sehen Sie, hier oben ist es auch direkt anzufinden. Alternativ können Sie auch, ich nehme mal ein anderes Produkt, nehme ich mal jetzt mal hier Netflix, können Sie beispielsweise hier einfach auf das Sternsymbol klicken und mit einem Klick ist das ebenfalls in der Watchliste hinzugefügt. Wie Sie sehen, ist das hier unten. Die Liste ist entsprechend alphabetisch aufgelistet. Und wenn Sie Titel aus der Watchlist entfernen möchten, klicken Sie hier einfach auf den Watchlist-Bearbeiten-Button.
klicken einmal kurz drauf und dann sehen Sie hier das entsprechende Minus-Symbol hier rechts. Und wenn Sie einfach mal kurz mit der linken Maus draufklicken, dann ist das Produkt auch schon direkt entfernt und mit einem Klick auf Fertig haben Sie die Liste entsprechend erarbeitet. Sie können natürlich bei uns auch mehrere Watchlisten haben, das heißt, Sie können ohne Probleme auch eine neue Watchlist erstellen. Und das Ganze machen Sie wie folgt, Sie klicken hier auf das Zahnrad-Symbol und sehen hier im Menü Neue Watchlist erstellen. Klicken entsprechend drauf, können da dem Ganzen einen Namen geben. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Technologie. Und dann sehen Sie, hier ist meine neue Liste, Technologie, ohne Titel. Fügt da jetzt schnell mal Apple hinzu. Wir sehen, ist das, wie gesagt, mit einem Mausklick auch schon erledigt. Und ja, und so haben Sie einfach die Möglichkeit, mehrere Watchlisten bei uns zu erstellen. Und nach Ihren Wünschen können Sie das entsprechend kategorisieren und entsprechend einen guten Überblick haben. Und natürlich haben Sie die Möglichkeit, auch Watchlisten zu löschen. Wenn ich jetzt beispielsweise diese Liste nehme, dann brauche ich hier nur auf Watchlist löschen klicken. Und mit einer kurzen Bestätigung gibt es diese Watchlist auch schon nicht mehr und das Ganze ist gelöscht. Nun werde ich Ihnen zeigen, wie man einen Chart eröffnet. Sie haben dazu zwei Möglichkeiten. Sie können aus der Watchlist heraus einen Chart eröffnen. Dazu brauchen Sie einfach nur auf den Chart-Button klicken. Das ist das Symbol, was Sie hier links finden. Mit einem Klick ist der Chart auch schon offen. Eine andere Möglichkeit ist, wie man den Chart eröffnet, ist es, wenn Sie das Produktinformationsfenster aufrufen von einem Produkt. Dazu klicken Sie einfach auf den Namen des Produktes und dann sehen Sie hier auch schon entsprechend das Produktinformationsfenster. Und auch hier oben in der linken Ecke finden Sie das Chart-Symbol. Mit einem Klick entsprechend ist das Ganze auch schon eröffnet. Generell zum Produktinformationsfenster möchte ich noch gerne erwähnen, dass dieses Fenster wertvolle Informationen bietet. Sie sehen hier natürlich die aktuellen Preise, aber darüber hinaus sehen Sie einmal die Handelszeiten, die natürlich von Interesse sind und auch entsprechend die Zeitzone, die es zu beachten gilt. Sie sehen den Basishebelsatz, der beim DAX 100:1 beträgt. Sie können sehen, was die Mindesthandelsgröße ist, was die maximale Handelsgröße ist. Sie können die Größe einer Einheit hier sehen. Sie können auch die sogenannte Sitzungsaktualisierungszeit einsehen, die wichtig ist, was Finanzierungskosten betrifft, wenn Sie entsprechend eine Position zu dieser besagten Zeitpunkt beispielsweise offen haben, dann fallen Finanzierungskosten an. Und das können Sie alles einsehen und entsprechend kann ich nur empfehlen, dass Sie da einfach mal einen Blick werfen, insbesondere für die Produkte, für die Sie sich interessieren. Und kommen wir nochmal zurück zu den Charts. Ich öffne das mal kurz hier. Den Chart, den können Sie natürlich nach Ihren Wünschen anpassen. Das Ganze fängt natürlich an mit dem Charttyp. Jetzt ist der Kerzenchart ausgewählt, aber Sie können auch beispielsweise den Linienchart auswählen oder einen Flächenchart, je nachdem, was Sie präferieren. Sie können natürlich den Intervall einstellen von einer Minute bis zu einem Jahr. Sie können sich die gängigen Indikatoren einblenden lassen. Nehme ich mal den gleitenden Durchschnitt beispielsweise. Und dann sehen Sie auch direkt mit einem Mausklick, ist das Ganze schon auf der Plattform eingeblendet. Und wenn Sie diesen Indikator beispielsweise anpassen möchten, können Sie das machen, indem Sie einfach den Mauszeiger hier draufhalten und hier dann entsprechend einfach den Wert umändern. Ich gebe jetzt mal 15 ein und das Ganze passt sich dann automatisch an. Und den Indikator können Sie auch natürlich entfernen. Das Ganze machen Sie, indem Sie entweder nochmal den Mauszeiger draufhalten und einfach hier auf Indikator entfernen klicken oder mit dem Mauszeiger hier auf das X klicken und mit einem Mausklick ist das Ganze schon entfernt. Darüber hinaus haben wir natürlich auch verschiedene Tools zur Verfügung.
von Linien, die Sie einzeichnen können, Trendkanälen über ja, Fibonacci-Retracements. Und das können Sie dann entsprechend bei Bedarf ja, sich anzeigen lassen. Und mit einem Klick hier auf alle entfernen, ist dann auch, also können Sie mit einem Mausklick auch sich das Ganze wieder entfernen lassen. Und wir bieten auch die Möglichkeit an, aus dem Chart heraus zu handeln. Das sehen Sie hier unten, sehen Sie Chart Order. Und darauf komme ich dann später nochmal etwas ausführlicher zurück. Aber mit der Chart Order können Sie dann beispielsweise mit, ja, mit einem Klick den Einstiegskurs festlegen, zu dem Sie diese Position eröffnen möchten. Und der Kurs wird dann direkt im Ticketfenster, im Handelsticketfenster übernommen. Und dann brauchen Sie diesen Wert nicht mehr händisch eingeben, was natürlich auch durchaus nützlich sein kann. Bei einem Klick auf das Zahnrandsymbol können Sie sich auch den Geldkurs anzeigen lassen und den Briefkurs. Die Standardeinstellung ist natürlich der Mittelkurs. Und hier können Sie auch nochmal einen dunkleren Hintergrund nehmen, wenn Ihnen das besser liegt als einen hellen Hintergrund. Diese Einstellungsmöglichkeiten haben Sie auf jeden Fall zur Verfügung. Und da ich gerade beim Stichwort Einstellung war, kommen wir mal kurz dazu. Hier unten rechts sehen Sie ein Werkzeugsymbol. Wenn Sie hier draufklicken, kommen Sie zu den Einstellungen und hier können Sie ja, die Basiseinstellungen vornehmen, wie die Auswahl der Sprache. Sie können einstellen, ob Sie den Hebel angezeigt haben möchten oder die Margin. Das können Sie hier einstellen. Sie können den Market Order Typ hier einstellen. Die Standardeinstellung ist Market Order wie quotiert. Das heißt, die Order wird dann exakt zu dem von Ihnen geklickten Preis ausgeführt. Jedoch ist die Order-Ausführung nicht garantiert. Das heißt, wenn der Markt gerade sehr volatil ist, kann es sein, dass Sie die Order erneut aufgeben müssen. Und im Gegensatz dazu gibt es dann auch so die sogenannte echte Market Order. Und hier ist die Order-Ausführung garantiert. Jedoch kann es zu vorteilshaften oder nachteilhaften Order-Quotierungen führen. Aber wie gesagt, die Standardeinstellung ist die Market Order, wie quotiert. Und in der Regel werden auch die Order von unserem System auch direkt beim ersten Mal angenommen. Dann hier können Sie einstellen, ob Sie die Kein-Netting-Funktion aktiviert haben möchten. Ja, jetzt ist die Frage, was heißt Kein-Netting? Also standardmäßig ist jetzt hier Kein-Netting aktiviert. Das heißt, Sie können gleichzeitig bei einem Produkt, sagen wir mal, ich habe jetzt eine Position von dem Germany 30 Rolling auf, dann können Sie in diesem einen Produkt gleichzeitig long sein, aber auch short. Sprich, Sie können gleichzeitig auf steigende Kurse setzen oder noch fallende Kurse und können dann, um mal das Fachwort zu benutzen, Sie können also diese Position hedgen. Und hier können Sie die Einstellung vornehmen, ob Sie das gerne haben möchten oder nicht, als Standardeinstellung. Und wenn Sie ohne diese Funktion einen Trade platzieren, das zeige ich aber nochmal nachher gleich, dann würde dann eine bestehende Position verrechnet werden mit ihrem neuen Trade und mit dieser Einstellung können Sie das entsprechend dann ja, gewährleisten, dass es dann der Fall ist, standardmäßig oder nicht. Dann hier können Sie einstellen, wie Sie den Stop-Loss und den Take-Profit eingeben möchten. Sie haben dazu verschiedene Eingabemöglichkeiten. Sie können den Preis einstellen. Sie können den Abstand in Einheiten einstellen, Sie können die relative Distanz in Prozent eingeben oder Sie können auch ja, den entsprechenden Gewinn oder den Verlust einfach eingeben. Und das Ganze können Sie dann einstellen, je nachdem, wie Sie, ja, was Sie präferieren und wie Sie das gerne handhaben möchten. Und ja, hier finden Sie nochmal die Einstellung, was Datum angeht und Hintergrundmuster. Und ja, das wäre es dann hier auch schon. Hier können Sie nochmal Einstellungen zu dem Chart vornehmen. Und auch hier die Standardeinstellung einstellen, ob Sie beispielsweise den Mittelkurs angezeigt haben, schon den Geld- oder den Briefkurs. Und hier stellen Sie in der Kontoübersicht die Leiste, die ich Ihnen ganz am Anfang erklärt habe, die stellen Sie ein, was Sie gerne angezeigt haben möchten. Sie können dann auch hier ja, entsprechende Haken setzen oder nicht, je nachdem, wie Sie das Ganze mögen. Dann hier können Sie nochmal einstellen, was die offenen Positionen Orders betrifft, wie Sie das entsprechend
ja, sehen möchten, was beispielsweise den Gewinn oder Plus betrifft oder auch das Handelsvolumen. Aber das zeige ich Ihnen nochmal gleich, wenn ich zum Thema offene Positionen Orders komme. Und hier können Sie nochmal Einstellungen zur Watchlist vornehmen. Und mit einem Klick auf alles zurücksetzen können Sie die Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen und mit diesen dann entsprechend weiterhandeln. Ansonsten kommen wir zum Thema Handelsticket. Sie haben drei Möglichkeiten, wie man ein Handelsticket eröffnen kann. Einmal können Sie das Ganze aus der Watchlist heraus machen. Dazu, ich gehe jetzt mal hier beim DAX. Da können Sie einfach hier auf Verkaufen, Kaufen oder Verkaufen klicken und mit einem Klick sehen Sie direkt, ist das Ticketfenster schon eröffnet. Eine andere Möglichkeit ist, Sie machen das Ganze aus dem Chart heraus. Ich rufe mal kurz den Chart auf. Und ebenfalls hier mit einem Klick auf Verkaufen oder Kaufen können Sie dann das entsprechende Ticketfenster öffnen. Und die dritte Möglichkeit, die sich noch anbietet, ist aus dem Produktinformationsfenster heraus können Sie das Ganze ebenfalls durchführen. Mit einem Klick auf das entsprechende Verkaufen oder Kaufen-Button öffnet sich dann auch schon das Handelsticketfenster. Okay, dann kommen wir zum Ticketfenster als solches. Sie können drei Arten von Ordern platzieren. Das wäre einmal eine sogenannte Market Order, ja, einen Trade, wie Sie es hier sehen. Sie können eine Order mit einer sogenannten Entry Order platzieren, sprich, Sie geben einen Einstiegskurs an und also den gewünschten Einstiegskurs und sobald dann der Kurs erreicht wurde, wird dann die Order ausgeführt und Sie können eine sogenannte OC Order einführen. Aber darauf komme ich dann gleich nochmal. Also fangen wir an mit einem einfachen Trade. Sie geben mir einfach nur die Stückzahl ein. Ich gebe jetzt mal 1 ein, beziehungsweise ich nehme ganz kurz den kleineren Kontrakt. Gebe mir die Stückzahl von 1 ein und entscheide hier im Vorfeld, ob ich kaufen oder verkaufen möchte beispielsweise und gebe dann hier ein Stop-Loss-Level ein. Meine Einstellung ist jetzt, in Einheiten wird der Stop-Loss-Abstand angezeigt. Das gleiche gilt auch für den Take-Profit. Das heißt, der Stop-Loss würde greifen, wenn sich der Kurs um ja, 10,2 Punkte nach unten bewegt, beziehungsweise um 10,2 Punkte nach oben bei einem Take-Profit. Und hier, wenn Sie Bedarf haben, können Sie den effektiven Hebel ändern. Sie können natürlich ungehebelt investiert sein. Sie können auch natürlich mit einem kleineren Hebel agieren oder einfach mit dem Standardhebel. Und hier sehen Sie auch die Einstellung kein Netting, die ich Ihnen eben in der Einstellungsfunktion gezeigt habe. Standardmäßig ist diese Funktion, wie gesagt, aktiviert. Das heißt, Sie können gleichzeitig Long oder Short bei einem Produkt sein. So, jetzt bestätige ich das Ganze einmal. Und wie Sie sehen, kriegen Sie nochmal eine Bestätigung mit allen relevanten Informationen und können das dann entsprechend zur Kenntnis nehmen und das Ganze dann schließen. Kommen wir zu einer Order. Das Ganze ist ähnlich aufgebaut wie bei einem Trade, jedoch haben Sie hier einmal die Möglichkeit, den gewünschten Einstiegskurs einzugeben. Ich gebe jetzt einfach mal 11.000 ein, in der Hoffnung, dass der DAX steigt bis 11.000 und könnt jetzt hier noch natürlich einen Stop-Loss eintragen und Take Profit und den Hebel ändern. Wie gesagt, das ist alles 1:1 identisch wie bei einem normalen Trade. Dann haben wir aber hier was Neues und zwar die Order-Laufzeit. Das heißt, Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können einmal GTC einstellen, das heißt Good Till Cancel. Das heißt, die Order ist so lange gültig, bis Sie diese gelöscht haben. Und die andere Möglichkeit ist GFD, das heißt Good for Day, das heißt die Order ist nur heute gültig. Und wenn ich heute meine, dann ist die sogenannte Sitzungsaktualisierungszeit, die ich im Vorfeld erwähnt habe, relevant. Das heißt, das ist hier nochmal kurz, sehen Sie, 17:30 Uhr, das heißt, wenn bis 17:30 Uhr dieser Einstiegskurs nicht erreicht wurde, dann wird diese Order automatisch gelöscht. So, ich platziere das Ganze jetzt auch einmal. Kriege auch hier nochmal eine Bestätigung und schließe das Ganze.
Dann kommen wir zu der dritten Möglichkeit. Sie können bei uns eine sogenannte OCO-Order einstellen. Und das heißt, one cancels the other. Das heißt, eine Order löscht die andere. Und hier können Sie dann entsprechend zwei Orders platzieren, wenn Sie beispielsweise nicht sicher sind, in welche Richtung sich der Markt bewegt und Sie möchten für beide Fälle gerüstet sein, dann können Sie hier entsprechend beispielsweise eine Order auf einmal verkaufen und dann jeweils die beiden Einstiegskurse eintragen. Ich gebe jetzt mal 10.200 ein und hier dann ja, 9.800 beispielsweise und könnten das entsprechend dann auch hier mit dem Stop-Loss und Take-Profit ergänzen. Und auch hier mit der Orderlaufzeit auch nochmal einstellen und das Ganze platzieren. Und je nachdem, welcher Einstiegskurs zuerst erreicht wurde, diese Order wird dann ausgeführt und die andere wird automatisch gelöscht. So eine interessante Funktion, die ebenfalls Iondo anbietet, sind sogenannte garantierte Stops. Ich rufe mal ein Ticketfenster auf. Und wenn Sie hier das Ticketfenster sehen und einfach kurz den Mauszeiger auf das Stop-Loss-Eingabefeld kurz draufhalten, dann sehen Sie, dass sich ein kleines Infofenster öffnet und dort sehen Sie angezeigt zum einen den Mindestabstand, den Sie haben müssen, um einen normalen Stop-Loss einzutragen und den Mindestabstand, den Sie haben müssen, um einen garantierten Stop einzutragen. Und das Ganze mache ich jetzt einfach mal ganz kurz. Manchmal 40 Punkte und Sie sehen, hier ist es ein G. Vorher war hier ein N anzufinden, das zeige ich nochmal kurz. Ein N für einen normalen Stop-Loss und einen G für den garantierten. Und dieser Stop-Loss ist, wie der Name es schon sagt, garantiert. Das heißt, es kommt zu keiner Slippage. Und auch wenn beispielsweise der Markt mit einem Gap eröffnet, spielt alles keine Rolle bei einem garantierten Stop. Der Name ist wirklich Programm. Und das heißt, Sie sind da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, kommen wir zu dem dritten Symbol, offene Position und Order. Hier sehen Sie die Position, beziehungsweise den Trade, den ich eben platziert habe unter Position. Sie sehen ja die relevanten Informationen. Wo bin ich eingestiegen, zu welchem Preis? Wo befinde ich am Marktkurs aktuell? Was ist mein unrealisierter Gewinn und Verlust derzeit? Und wo ist mein Stop-Loss und Take-Profit, den ich eingetragen habe? Und Sie sehen ja auch direkt an dem N neben dem Stop-Loss, dass mein Stop-Loss nicht garantiert ist, sprich, das ist ein ganz normaler Stop-Loss, den ich da eingetragen habe. Und wenn Sie jetzt einfach den Mauszeiger hier kurz draufhalten, dann öffnet sich nochmal ein kurzes Menü. Und Sie können hier sich nochmal die Details anzeigen lassen. Sie können sich die Position im Chart anzeigen lassen. Dann sehen Sie genau, wo bin ich eingestiegen, wo befindet sich der aktuelle Kurs, wo ist mein Take Profit und wo ist mein Stop Loss. Und Sie können jetzt im Chart zum Beispiel den Take Profit verschieben. Wenn Sie einfach mit dem Mauszeiger auf die Linie halten und auf das Kreuz drücken, können Sie einfach mit dem Maus entsprechend den Take Profit verschieben. Ich mache das mal Ganze, indem ich ihn ein bisschen höher ansetze und bestätige das Ganze, indem ich den Haken klicke. Und Sie sehen, der Take Profit ist jetzt mit wenigen Klicks ja, verschoben. Und das Gleiche können Sie auch natürlich mit dem Stop Loss machen. Und diese Möglichkeit haben Sie auf jeden Fall. Sie können auch aus dem Chart heraus ja, Sie können die Position hier nochmal ändern, beziehungsweise den Stop-Loss und den Take-Profit ändern. Sie können des Weiteren auch ja, die Position schließen. Sie kriegen dann direkt das Ticketfenster, müssen das nur noch bestätigen, indem Sie hier draufklicken. Sie können aber auch die Position reduzieren. Ja, geben dann hier die Stückzahl ein und können das dann entsprechend reduzieren.
Die Reduzierungsfunktion, die finden Sie auch natürlich im Fenster offene Position und Orders. Wie Sie hier sehen, klicken Sie einfach auf Reduzieren, öffnet sich das gleiche Fenster. Und über Levels tragen Sie, oder können Sie den Stop-Loss ändern oder den Take-Profit oder einen Stop-Loss oder Take-Profit nachtragen, wenn man es beispielsweise nicht beim Trade gemacht hat. Und mit einem Klick auf Schließen hätte ich auch die Möglichkeit, die ganze Sache zu schließen. Mache ich das einmal kurz, kriege die Bestätigung und die Sache ist geschlossen. Was ich noch gerne zeigen möchte, ist eine sogenannte Chart Order, die ich zuvor kurz erwähnt habe. Und zwar unter Tools war die Möglichkeit der sogenannten Chart Order. Ich aktiviere das Ganze einmal und mit einem Klick auf meinen gewünschten Einstiegslevel könnte ich dann entsprechend die Order. Der Einstiegskurs ist schon eingetragen, wie Sie sehen. Das heißt, ich muss nur die anderen Einstellungen vornehmen, wie Stückzahl, Stop-Loss, Take-Profit und so weiter. Und könnte entsprechend diese Order platzieren. Das Ganze machen Sie, wie gesagt, indem Sie auf Tools klicken und auf Chart-Order. So, dann kommen wir zu den weiteren Registerkarten. Hier finden Sie die aggregierten Positionen, wenn Sie mehrere Positionen aufhalten. Das zeige ich Ihnen mal kurz, einmal, was ich damit meine. Ich platziere mal hier mal einen kurzen Trade. Mache das Ganze nochmal. So, und jetzt sehen Sie unter Position. Das sind meine beiden Trades, die ich platziert habe, schon anzufinden. Und unter aggregierte Position ist das Ganze zusammengefasst. Und das Gute jetzt an diesem Fenster ist, dass Sie mit einem Klick, beziehungsweise mit einem Klick, ja, die Position, die beiden Positionen schließen können. Das heißt, Sie müssten jetzt nicht beispielsweise hier einmal auf Schließen klicken und einmal hier auf Schließen, sondern könnten einfach das Ganze mit einmal schließen und mit einer Bestätigung. Ja, das Ganze schließen und das Ganze geht natürlich entsprechend schneller, als wenn Sie es mit der anderen Methode machen würden. Dann hätten wir noch das Orderfenster. Hier sehen Sie meine Orders, die ich eben bei den Beispielen platziert habe. Sie sehen auch hier die interessanten, also die wichtigen Informationen, ob ich long positioniert bin oder short positioniert. Sie sehen das gewünschte das Produkt, was ich gerne eröffnen möchte. Sie sehen den Handelswert, den Einstiegskurs, den aktuellen Marktkurs und insbesondere was wichtig ist bei Ordern ist natürlich der Abstand zu dem Einstiegskurs, also dem gewünschten Einstiegskurs und dem Marktkurs und der ist ja ebenfalls aufgelistet und wird sekündlich aktualisiert. Und Sie sehen auch natürlich den Stop-Loss und den Take-Profit. So, was ich Ihnen noch mal kurz zeigen möchte, was die Möglichkeit ist bezüglich der Eingabearten von Stop-Loss und Take-Profit. Also Sie können auch hier klicken und können dann hier einstellen, ob Sie den Stop-Loss als Preis eingeben möchten, als Entfernung in Einheiten, als Entfernung in Prozent oder als geldbezogene Chancen- und Risikoverhältnis, sprich Gewinn und Verlust. Ich gebe jetzt einfach mal Preis ein und dann sehen Sie, dass dann entsprechend der aktuelle Preis des DAX, beziehungsweise der Preis des DAX angezeigt wird und nicht mehr der Abstand in Punkten. Und wenn Ihnen das lieber ist, haben Sie auf jeden Fall die Möglichkeit, so das entsprechend zu handeln. Aber wie gesagt, Sie haben hier die Auswahl an vier verschiedenen Möglichkeiten und können das Ganze dann entsprechend handhaben, wie Sie mögen. Ansonsten eine weitere interessante Funktion, die Iondo anbietet, ist der sogenannte Einklickhandel. Wenn es beispielsweise sehr schnell gehen muss, dann ist das auf jeden Fall eine Funktion, die bestimmt interessant für Sie ist. Und Sie haben zwei Möglichkeiten, diese Funktion zu aktivieren. Sie können einmal das Ganze aus dem Chart aus der Watchlist heraus machen. Dazu rufen Sie einfach hier, also klicken Sie einmal auf das Zahnrad-Symbol, dann sehen Sie das Menü, das sich einblendet und dann sehen Sie hier unten Einklickhandel aktivieren. Das mache ich jetzt einmal kurz. Bestätige es mit einem Klick auf OK.
Und wie Sie sehen, brauche ich jetzt hier noch die Stückzahl einzugeben und könnte mit einem Klick auf Kaufen oder Verkaufen den Trade platzieren. Das mache ich jetzt einfach mal. Und wie Sie sehen, der Trade ist platziert, ich muss nichts mehr bestätigen. Ja, das Ganze ist wie gesagt sehr interessant, wenn es sehr, sehr schnell gehen muss. Und wie gesagt, Sie können das einmal aus der Watchliste rausmachen. Ich deaktiviere es einmal kurz. Und Sie können das auch aus dem Chart heraus machen. Dazu klicken Sie einmal auf Tools, beziehungsweise auf das Zahnrad-Symbol meine ich. Und klicken dann auf einen Klick Handel aktivieren. Und wie Sie sehen, haben Sie hier die Möglichkeit, jetzt die Stückzahl einzugeben, dann den gewünschten Stop-Loss, Take-Profit, den Hebel zu ändern und mit einem Klick auf Verkaufen oder Kaufen wäre der Trade platziert und kriegen dann entsprechend die Handelsbestätigung. Diese zwei Möglichkeiten haben Sie, wie gesagt, einmal aus der Watchlist heraus zu handeln mit dem Einklickhandel und einmal aus dem Chart heraus. So, dann als nächstes kommen wir zu Tools und Services. Wenn Sie beispielsweise nur ein CFD-Trading-Konto bei uns eröffnet haben, dann haben Sie hier die Möglichkeit, aus Tools und Services heraus, beziehungsweise auch aus Ihrem CFD-Trading-Konto heraus, ein Social-Trading-Konto zu eröffnen. Und das ist dann eine sogenannte Fast-Track-Anmeldung. Das heißt, ich mache das einmal kurz, indem ich hier auf Jetzt registrieren klicke, dann nochmal auf Jetzt registrieren. Dann werden Sie entsprechend weitergeleitet. Sie sehen hier schon, mein Name ist schon eingetragen und könnt dann hier auswählen, ob ich jetzt Social Trading Follower sein möchte oder Top Trader und könnt das dann entsprechend ja, durchführen. Und das ist auf jeden Fall eine schnellere Möglichkeit, so eine Anmeldung durchzuführen, als wenn Sie es das Ganze mal über unsere Webseite machen würden. Dann finden Sie hier die aktuellen Nachrichten von Reuters. Mit einem Klick können Sie dann entsprechend sich die aktuellen Nachrichten anzeigen lassen. Jetzt warten wir mal kurz, bis es sich mal geladen hat. Beziehungsweise lassen wir es mal kurz laden. Hier können Sie dann entsprechend nach Nachrichten suchen. Na, schließen wir das Ganze nochmal, probieren es nochmal aus. Das ist dann wohl der bekannte Vorführeffekt. Also normalerweise hätten Sie jetzt hier die Nachrichten vorliegen, könnten dann entsprechend ja, sich informieren, was ist auf dem Markt passiert heute und in der Wirtschaftswelt. Und ja, können Sie entsprechend informieren. Über die News-Suche können Sie nach bestimmten Unternehmen suchen oder Produkten und müssen dann entsprechend nicht ja, das Ganze irgendwie manuell durchforsten. Und die Möglichkeit haben Sie auf jeden Fall. Normalerweise. Dann kommen wir hier zum Sentiment Trader. Der Sentiment Trader ist eine sogenannte Marktsentimentsanalyse und wird automatisch ab einer Einzahlung von 5.000 Euro freigeschaltet. Und das Ganze ist sehr interessant. Der Sentiment Trader versucht anhand von Informationen, die im Web anzufinden sind, sprich im Internet, Rückschlüsse auf die Bewertung einer Aktie oder auch eines Titels zu ziehen und ist auf jeden Fall eine interessante Ergänzung zu klassischen Analysemethoden. Und ich kann nur empfehlen, das Ganze sich mal anzuschauen. Wie gesagt, das Ganze wird automatisch freigeschaltet ab einer Einzahlung von 5.000 Euro und das heißt, Sie brauchen sich da nicht irgendwie registrieren oder dergleichen. Und hier unten finden Sie nochmal aktuelle Informationen ja, zu den Feiertagen, die vielleicht anstehen, zu den Verfallstagen von Futures, zu Dividendenausschüttung und Unternehmensergebnisse. Und mit einem Klick würden Sie dann entsprechend auf unsere Webseite weitergeleitet, wo Sie diese Informationen vorfinden. Dann kommen wir kurz zur Kontosteuer.
Die Content-Historie als solches ist untergliedert in Trade-Historie, Transaktionshistorie, Order-Historie. Und hier können Sie nachvollziehen, ja, was für Trades wurden platziert, habe ich die Trades in Gewinn oder Verlust abgeschlossen. In der Transaktionshistorie können Sie das Ganze dann sehen, beziehungsweise können Sie das Ganze dann auch nachverfolgen, was Ihr Kontostand angeht, wie sich Ihr Kontostand entwickelt hat. Mit jedem Trade und mit jedem Gewinn oder Verlust und können das entsprechend nachvollziehen. Und in der Order-Historie, ja, finden Sie die Order-Historie, also da gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Und Sie können auch diese Historien sich auch runterladen als PDF-Datei oder als Excel-Datei und können dann beispielsweise Ihre eigenen Analysen durchführen. Und die Möglichkeit hätten Sie dann hier im Fenster Konto-Historie. Dann zu guter Letzt kommt natürlich die Geldverwaltung. Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihr Konto zu kapitalisieren. Einmal per Kreditkarte, das wäre dann hier. Sie würden dann einfach hier entsprechend Ihre Kreditkarteninformationen angeben und das Ganze dann entsprechend durchführen. Die Kreditkarteninformationen werden dann automatisch gespeichert. Das heißt, für Ihre nächste Einzahlung müssen Sie dann nicht mehr händisch eingeben. Und eine andere Möglichkeit ist, Sie machen eine ganz normale Banküberweisung. Das Konto liegt bei der Commerzbank in Frankfurt und im Verwendungszweck würden Sie dann beispielsweise einfach Ihren Benutzernamen oder Ihre Konto-ID angeben und dann könnte unsere Finanzabteilung Ihre Einzahlung problemlos zuordnen. Und was auch noch interessant ist, ist der interne Transfer. Insbesondere, also eigentlich nur für die Leute, die ein Doppelkonto eröffnet haben. Und zwar haben Sie hier die Möglichkeit, Geld zwischen Ihrem CFD-Trading-Konto und Ihrem Social-Trading-Konto hin und her zu transferieren. Ich zeige Ihnen mal kurz, wie das funktioniert. So, ich möchte jetzt gerne von meinem CFD-Trading-Konto zu meinem Social-Trading-Konto 100 Euro transferieren, intern. Und mit einem Klick ist das Ganze erledigt. Und mein Kontostand hat sich jetzt um 100 Euro verringert und somit hätten Sie die Möglichkeit, selbst intern Geld zu transferieren. Wenn Sie beispielsweise zwei separate Konto bei uns hätten, die nicht miteinander verbunden sind, dann können Sie uns eine E-Mail schreiben, was den internen Transfer angeht von Beträgen. Das können wir dann gerne für Sie veranlassen. Ansonsten noch zwei, drei interessantere Funktion, die ich noch Ihnen kurz zeigen möchte. Einmal natürlich die Funktion, wie man das Passwort ändert. Also dafür klicken Sie einfach hier auf Zahnrad-Symbol und dann sehen Sie hier auch schon Passwort ändern und können entsprechend das Passwort ändern. Dann über das Feedback-Formular, was Sie hier sehen, haben Sie die Möglichkeit, uns zu kontaktieren bei Fragen oder wenn Sie Anregungen haben oder Feedback-Vorschläge. Das könnten wir dann entsprechend an die Verantwortlichen weiterleiten und vielleicht wird das dann gegebenenfalls in der Zukunft implementiert werden. Und was auch noch sehr interessant ist, sind die sogenannten E-Mail-Bestätigungen. Für jeden Trade, für jede Order, für jede Transaktion, die getätigt wird, erhalten Sie eine E-Mail. Es kann jetzt durchaus sein, dass Sie viel traden, dass Ihr Postfach dann im zunehmenden Zeitablauf langsam voll wird. Und Sie haben hier die Möglichkeit, diese Orders zu deaktivieren. Was wir aber immer grundlegend empfehlen, aktiviert zu lassen, sind die E-Mail-Bestätigungen für Liquidation. Ich hatte am Anfang schon erwähnt gehabt, dass diese sogenannten Liquidationsbenachrichtigungen verschickt werden, wenn die Liquidität von Ihnen 50% unterschritten hat, 25% und 0%. Und wie gesagt, ich kann nur empfehlen, dass Sie das aktiviert lassen, damit Sie diesbezüglich immer auf dem Laufenden gehalten werden. Ansonsten war es das von mir. Kommen wir zum Thema Fragen. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, schreiben Sie einfach im Chatfenster rein. Ich werde die dann durchgehen, Stück für Stück. Okay, die erste Frage, die ich am Anfang erhalten habe, ob das Cash-Bonus-Angebot auch für ein Social-Konto geht. Das Webinar richtet sich zwar an Leute, die ein CFD-Trading-Konto haben, aber dieses Webinar-Angebot
können Sie auch für Ihr Social Trading Konto in Anspruch nehmen. Aber wir bieten für die Social Trading Konto ein separates Webinar an. Das nennt sich Social Trading für Einsteiger. Vielleicht würde es Sinn machen, dass Sie sich das anschauen und dann entsprechend registrieren für das Angebot. Aber wie gesagt, im Grunde genommen können Sie sich für das Angebot registrieren, auch jetzt, indem Sie dieses Webinar angeschaut haben. Das ist gar kein Problem. Aber im Grunde genommen richtet sich, wie gesagt, das Webinar an die Leute, die Eigenhandel betreiben möchten. Okay, dann eine weitere Frage war, wie kann man zwischen Watchlisten switchen? Das hatte ich Ihnen am Anfang kurz gezeigt gehabt. Ich rufe mal kurz die Watchlist auf und mit einem Klick auf das Mausrad-Symbol können Sie dann jetzt zwischen den Watchlisten switchen. Ich habe hier eine Watchlist, die heißt Aktien, dann eine Watchlist, die heißt Global Watchlist. Und wie Sie sehen, kann ich da hin und her switchen mit wenigen Mausklicks. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Einen Moment. Also eine Frage lautete, kann ich auch einen Report für die Steuererklärung erzeugen? Also was diese sogenannten Aufstellungen angeht, das können Sie leider nicht in der Trader-Plattform erzeugen. Sie können uns aber diesbezüglich jederzeit telefonisch kontaktieren oder uns einfach eine E-Mail schreiben. Und dann würden Sie entsprechend die Aufstellung dann ja, Anfang nächsten Jahres dann erhalten für das jeweilige Kalenderjahr. Und wie gesagt, auf der Trader-Plattform können Sie es nicht herausmachen, aber einfach, Sie können uns jederzeit kontaktieren, per E-Mail oder telefonisch, und dann würden Sie entsprechend auf die Liste kommen. Eine weitere Frage lautet, kann ich einen garantierten Stop auch durch das nachträgliche Ändern generieren oder geht das nur bei der Ersteingabe? Also es geht auch, indem Sie einfach die Sache nachträglich ändern. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Und wie Sie sehen, ich habe jetzt 40 eingetragen und Sie sehen, aus dem Ende ist ein G geworden. Das heißt, wenn ich jetzt abschicken würde, wäre es dann garantiert. Dann hier lautet eine Frage lautet, kann ich mehrere Charts gleichzeitig auf verschiedenen Monitoren schieben? Also das ist. Wenn, also das ist leider nicht möglich, das heißt, Sie können sich natürlich mehrere Charts anzeigen lassen, aber es wäre dann am Ende immer noch auf einem Monitor. Entsprechend haben Sie da jetzt derzeit nicht die Möglichkeit, dies zu machen. Eine weitere Frage lautet, muss ich in beiden Konten Geld einzahlen oder kann ich mein eingezahltes Geld in beiden Konten verwenden? Ich nehme an, dass Sie ein Doppelkonto bei uns haben und entsprechend jetzt fragen möchten, ob es reicht, wenn Sie jetzt ein Konto nur kapitalisieren und dann entsprechend mit beiden loslegen können. Also Sie müssen schon beide kapitalisieren. Und die Möglichkeit des internen Transfers habe ich Ihnen ja gezeigt, wie das funktioniert. Und somit hätten Sie die Möglichkeit auch auf die Stelle auch Ihr zweites Konto zu kapitalisieren, sodass Sie das andere dann auch nutzen können. Und ja, die Möglichkeit haben Sie. Eine Frage lautet, sind die Gebühren und Spreads im Social Trading Account die gleichen, die wie im normalen Safety Trading Account? Die beiden Bereiche sind verschieden voneinander, was die Spreads angeht. Im Social Trading Bereich sind die Spreads, kann man generell sagen, dass sie etwas höher sind als im CFD Trading Bereich. Beispielsweise, wenn ich jetzt einfach mal den DAX nehme, der Spread beim DAX beträgt im CFD Trading Bereich 1 Punkt, im Social Trading Bereich 2,5 Punkte. Jetzt ist die Frage, ja, warum ist das im Social Trading Bereich ja, größer? Ja, das liegt daran, dass wir die Top-Trader natürlich vergüten und das Ganze wird dann am Ende über die Spreads finanziert, sodass da einfach am Ende das Spread etwas größer ist.
Und noch kurz in den Spread, Sie finden auf unserer Webseite eine komplette Auflistung für alle Produkte, was die Spreads angeht, für den Social Trading Bereich und den CFD Trading Bereich. Okay, hier nochmal die Frage, wie ich eine Steuerbescheinigung erhalte über realisierte Gewinne und Verluste. Wie gesagt, Sie können uns einfach kontaktieren und Sie würden dann entsprechend auf die Liste draufkommen und dann Anfang nächsten Jahres dann die sogenannten Aufstellungen erhalten, was Sie dann zwecks Vorlage beim Finanzamt einreichen können. Dann lautet hier eine Frage, wie kann man die Märkte bei TradeTab am schnellsten screenen, soll es glaube ich heißen, ohne jeweils einen einzelnen Chart zu schließen? Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe. Vielleicht können Sie diese Frage mal weiter ausformulieren. Also eine Möglichkeit, wie Sie einen guten Überblick über die Märkte haben, ist natürlich, indem Sie einfach die Watchlist immer aufhaben. Und Sie können dann natürlich gleichzeitig eine Watchlist aufhaben und einen Chart und dann immer entsprechend immer einen Blick auf das aktuelle Marktgeschehen und einmal auf den Chart. Also die Möglichkeit haben Sie. Wenn Sie die Frage anders gemeint haben, können Sie auf jeden Fall nochmal im Chatfenster diesbezüglich sich äußern. So, gibt es weitere Fragen? Irgendwelche weitere Fragen? Okay, so wie ich das sehe, waren das alle Fragen. Dann möchte ich zum Schluss nochmal gerne auf unser Cash-Bonus-Angebot aufmerksam machen für alle Webinar-Teilnehmer. Und wenn Sie sich für dieses Angebot registrieren möchten, schreiben Sie uns einfach eine kurze E-Mail an service@iondo.com. Und mein Name ist wie gesagt Grigori. Sie können mich auch gerne kontaktieren bei Fragen. Meine Nummer, beziehungsweise unsere Nummer lautet wie folgt: 069 96 75 9007. Ich wiederhole: 069 96 75 9007. Dann, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es war mir eine Freude, Ihnen unsere innovative TradeHub-Plattform vorstellen zu dürfen und zu können. Und ich wünsche Ihnen dann erstmal soweit dann einen schönen Abend und auf Wiederhören.